Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal von Plakos. Heute mit eurem Micha und dem Videothema des Industriekaufmanns bzw. der Industriekauffrau. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, ich kenne mich darin schon aus, ich brauche Hilfe beim Einstellungstest, dann klickt doch einfach in den Link in der Beschreibung und dort kommt ihr auf den Kanal bzw. auf die Seite von Plakos. Schaut euch da um und dort wird euch in jedem Fall geholfen. Für alle anderen bleibt dran. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was ist der Industriekaufmann oder die Industriekauffrau eigentlich für eine Person und was machen die in ihrem Beruf? Vorweg lässt sich sagen, dass es ein sehr facettenreicher Beruf ist. Ein Industriekaufmann oder Industriekauffrau kümmern sich in ihrem Alltag um betriebswirtschaftliche Abläufe, um Mitarbeiter, um Warenbestände. Sie können im Kauf von Produkten tätig sein, aber auch im Verkauf oder beziehungsweise im Verkauf von Produkten beziehungsweise von Dienstleistungen, die das Unternehmen anbietet. Somit kann man aber auch in der Kundenberatung tätig sein, egal ob telefonisch oder persönlich. Ja, also Riesenbereiche, die diese Person abdecken und kurz gefasst kann man es so beschreiben, dass es Organisatoren oder Kontrolleure sind. Je nachdem, in welchem Bereich man sich natürlich aufhält. Zur Ausbildung. Was benötigt man, um die Ausbildung zu absolvieren? Also man sollte auf jeden Fall, wenn man sich den Beruf anschaut, seine Stärken irgendwo in sprachlicher Natur haben. Da man viel mit Kunden Kontakt hat oder aber auch mit Personal, sollte man die deutsche Sprache gut beherrschen. Wie wir gerade erwähnt haben, haben wir natürlich auch mit Kunden Kontakt oder auch mit Personal und es muss nicht immer Deutsch gesprochen werden. Da ist auch manchmal die englische Sprache erforderlich. Man muss jetzt nicht perfekt Englisch sprechen, man muss immer daran denken, an einem anderen Ende sitzt auch immer noch ein normaler Mensch wie du und ich und ja, der kann auch nicht immer perfekt Englisch, man sollte sich aber schon verständigen können. Man sollte nicht bei jedem Wort jetzt im Wörterbuch nachschlagen müssen, aber solange man sich einigermaßen verständigen kann, ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wenn man sich den Beruf jetzt weiterhin anguckt, fällt noch eine Sache total auf und zwar, dass man viel mit Zahlen arbeiten wird. Deshalb sollte man in Mathe nicht auf den Kopf gefallen sein. Klar, es werden keine riesen Hexenwerke verlangt an Rechnungen, aber man sollte nicht zurückschrecken, wenn man was Kleines rechnen muss oder wenn Zahlen auf einen zukommen. Wenn man die drei Sachen beherrscht, dann ist man schon mal auf einem guten Weg. Zum Schulabschluss lässt sich sagen, man braucht keinen spezifischen Schulabschluss, allerdings lässt sich doch schon eher empfehlen, einen Realschulabschluss zu haben oder eine Fachhochschulreife bzw. das Abitur zu haben, da sonst die Wissenslücke zu groß wird. Falls es hier jemand ist, der einen geringeren Abschluss hat, aber sich zutraut, seine Stärken in diesen Bereichen sind, nur Mut, versuche es. Mit viel Engagement schafft man das auch auf jeden Fall. Zur Ausbildung an sich. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Je nachdem, welche schulische Vorbildung oder berufliche Vorbildung man hat oder Berufserfahrung hat oder noch ganz viele andere Faktoren, kann man die Ausbildung natürlich auch verkürzen. Das muss man dann mit dem Betrieb absprechen und vor der Ausbildung bzw. aber auch innerhalb der Ausbildung kann man sowas beantragen und die Ausbildung statt 3 Jahre dann auf jeden Fall zu verkürzen. Was verdient man in diesem Beruf? Im ersten Ausbildungsjahr so durchschnittlich 900 Euro brutto im Monat. Natürlich kommt es darauf an, wo arbeitet man, in welchem Bundesland, bei welcher Firma. Da das nur ein Durchschnittswert ist, kann es sein, dass du weniger verdienst, aber natürlich kannst du auch mehr verdienen, wenn du Glück hast. Ne? Hinterher kommt man an, im letzten Lehrjahr, je nachdem wieder, wo man arbeitet natürlich, wie wir gerade gelernt, das ist ein Durchschnittswert, bei durchschnittlich 1000 Euro brutto im Monat, über 1000 Euro brutto im Monat. Somit sind die Verdienstchancen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Welche Themen werden denn bearbeitet innerhalb der Ausbildung? Da werden zum Beispiel marktorientierte Geschäftsprozesse bearbeitet, Wertströme werden erfasst, beziehungsweise Werte werden erfasst und dokumentiert. Dazu zählt alles so rund um Inventur oder um Bestands- und Erfolgslisten, auch Abschreibungen werden erlernt, also dort werden Rechnungen und auch Begrifflichkeiten erlernt, damit diese Wörter keine Fremdworte mehr am Ende der Ausbildung sind. Ja, auch Wertschöpfungsprozesse werden analysiert und somit sämtliche Kostenrechnungen durchgeführt. Also alles rund um
Leichte Rechnungen sollte man, ja, davor sollte man nicht zurückschrecken, das sollte man erwarten. In welcher Branche kann man denn als Industriekaufmann überhaupt hinterher anlegen? Wenn man überlegt, wo geht es um Kosten oder wo hat man Personal, ja, da fällt einem direkt eine ganze Menge ein. Kosten, Waren und Personal gibt es so ziemlich in jeder Branche. Da haben wir die größte Branche, zum Beispiel Automobil. Aber auch im Maschinenbau oder Anlagenbau. In der Elektrotechnik. In pharmazeutischen Industrien, beispielsweise auch in Textilindustrie, Lebensmittelindustrien. Da müsst ihr einfach mal nachschauen. Damit haben wir, wenn wir auf die Zukunft mal schauen, einen sehr gut orientierten, beziehungsweise einen sehr gut aufgestellten Arbeitsmarkt. Das heißt, wenn ihr Industriekaufmann oder Industriekauffrau seid, habt ihr eine sehr große Auswahl. Je nachdem, wo ihr arbeiten möchtet und auch in welchen Bereichen. Also selbst in der Automobilindustrie kann man ja natürlich im Kauf oder Verkauf arbeiten, sowie im Personal arbeiten. Da bleibt einem ja eine riesen Palette an Möglichkeiten offen. Welche Zukunftschancen hat man denn noch oder Weiterbildungschancen als Industriekaufmann? Man kann auf jeden Fall natürlich Ausbilder werden, wie in vielen Berufen, oder aber auch seinen Betriebswirt machen. Das kann man nach der Ausbildung in Angriff nehmen. Da muss man mit seinem Betrieb reden und ja, schauen, wo es einen hinschlägt. Falls euch das Video jetzt gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr Kritik habt, schreibt das in die Kommentare. Für mehr Informationen über einen Einstellungstest geht auf den Link unten im Video. Dann kommt ihr auf die Seite von Plakos, schaut danach, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Und ansonsten sage ich danke fürs Einschalten und bis demnächst.